Wir sind zurück in der dritten Liga und haben einen kleinen Sprung gemacht, nämlich vom Osten in die Regionalliga Mitte. Und da ist ein Verein ganz gut dabei und das ist nämlich der TuS Bad Gleichenberg. Und ich darf den Obmann vom TuS Bad Gleichenberg, Jörg Siegel, bei mir im Studio zugeschalten begrüßen. Auch Sie, diese Premiere im neuen dritten Liga-Studio. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen bei uns in der dritten Liga. Es freut mich, dass ich dabei sein darf. Natürlich. Natürlich, Sie sind ja auch ein Teil der dritten Liga. Die dritte Liga ist ja nicht nur die Regionalliga Ost, sondern auch die Regionalliga Mitte und auch der Westen gehört dazu. Und das werden wir nämlich auch weiter forcieren, wie Sie das ja auch schon wissen. 22 Jahre sind Sie jetzt Obmann beim TuS Bad Gleichenberg. Eine schöne, lange Zeit, muss man sagen. Also da muss man schon den Hut ziehen, wenn man sagen will, 22 Jahre Obmann bei einem Verein, da muss das Herz für den Club schon groß sein, oder? Das Herz für den Club ist sehr groß und ich war immer schon als Jugendlicher auch ein sehr sportbegeisterter Mensch, aber insbesondere fußballbegeistert und habe einige Jahre vorweg schon als Funktionär mitgearbeitet und wurde 1998 Obmann. Wir waren damals in der letzten Klasse am vorletzten Tabellenplatz und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Aber mit ein paar Freunden haben wir den Fußballclub versucht zu entwickeln, durfte in der Zwischenzeit mit unserer Einsermannschaft fünfmal Meister werden, mit der Zweiermannschaft einmal. Also ich bin in der großen Gnade eines Funktionärs, in einem Funktionärsleben sechsmal Meister geworden zu sein und in dieser Zeit nie einen Abstieg zu erleben zu müssen, ist, glaube ich, was Herausragendes. Und es würde mich freuen, wenn alle engagierten Funktionäre in unserem Land so eine schöne Zeit für sich verbuchen könnten. Das wollte ich gerade ansprechen. Sie sind nämlich in Wahrheit mit Ihnen ist sozusagen auch ein Aufstieg in Bad Gleichenberg gekommen. Man hat es geschafft, von der wirklich letzten Klasse in die Regionalliga zu kommen. Natürlich gibt es auch noch Ligen über der Regionalliga, aber bleiben wir mal in der Regionalliga Mitte. Das ist, glaube ich, schon ein großes Ziel gewesen jetzt auch vom Verein. Man hat wirklich in 20 Jahren diesen Aufstieg geschafft oder in 22 Jahren von letzter Klasse in die Regionalliga mit so einer kleinen Pause, kann man sagen, in so einer Zwischenstation. Das war dann die Oberliga. Da hat man dann 10 Jahre lang verbracht, bis man dann wieder neue Kraft geschöpft hat und den Angriff auf den Gipfel genommen hat. 4 Jahre ist man jetzt in der Regionalliga Mitte. Wie bilanziert man in diesen 4 Jahren und wie ist man zufrieden auch mit der Performance überhaupt der Liga, der Regionalliga Mitte? Ja, wie bilanziert man? Für uns ist es sicher ganz toll, jetzt 4 Jahre in dieser sehr starken Liga zu sein. Und auf das angesprochen, über diese lange Zeit, für mich als Funktionär und für meine Funktionärskollegen war es immer wichtig, Jahr für Jahr besser zu werden. Wir haben von Anfang an nicht das Ziel gehabt, in die Regionalliga zu kommen. Wir haben einfach immer wieder uns das Ziel gesetzt, jedes Jahr sich zu verbessern, ob das in der Infrastruktur ist, ob das sportlich ist, ob das organisatorisch ist, in vielen Bereichen. Und dieses Ziel hat uns einfach weitergeführt, ohne das ganz, ganz große Ziel vor Augen zu haben. Und auch heute ist es so, dass wir sagen, wir wollen einfach besser werden. Und wenn man besser wird, dann stellt sich letztendlich irgendwann der Erfolg ein. Ich bin sehr stolz, in dieser Liga zu sein. Sie ist sportlich eine sehr, sehr gute Liga. Es wird dann schon ein ganz gepflegter Fußball gespielt. Das für mich persönlich sehr betrüblich ist, dass es für sehr, sehr viele Regionalliga-Mannschaften, ob im Osten, in der Mitte oder im Westen, es fast unmöglich ist, den Schritt in die nächste Klasse zu schaffen, weil die Rahmenbedingungen im österreichischen Fußball dafür aus meiner Sicht nicht gegeben sind. Jetzt ist man 4 Jahre in der Regionalliga Mitte, nach unten will man nicht mehr. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie schaut es nach oben hinaus? Da haben wir schon vorab einmal ganz kurz gesprochen. Wir haben gesagt, das Sportliche und auch das Infrastrukturelle ist nicht so das Problem oder wäre bei Bad Gleichenberg nicht nur so das Problem, sondern eher das Finanzielle. Man kann es einfach finanziell nicht stemmen, eine zweite Liga in Angriff zu nehmen, weil dort braucht man halt Profitum, dort ist es gut, Flutlicht und, dass man das stemmt mit natürlich einer Mannschaft, die auch dann vielleicht ins Profitum umgestellt wird. Ist das wirklich nicht zu stemmen? Ist das wirklich so ein großer Sprung?
Ich glaube, dass man vor einigen Jahren die Rahmenbedingungen im österreichischen Fußball für die zweite Liga einfach besser waren. Die Fernsehgelder waren damals noch rund eine halbe Million. Mit diesem Schub hat man zumindest im unteren Bereich der zweiten Liga mit dem derzeitigen finanziellen Mittel, wir haben derzeit ein Budget von rund einer halben Million, wenn man das etwas steigern würde, die Fernsehgelder, dann kommt man vielleicht auf ein Budget von 1,2 bis 1,3 Millionen. Und mit dieser Summe ist es meiner Meinung nach möglich, in einer zweiten Liga zumindest auch im hinteren Bereich zu reüssieren, vielleicht nicht ganz vorne mitzuspielen, aber dabei zu sein. Und ich glaube, es wäre für den österreichischen Fußball sehr, sehr wichtig, dass Meister nicht verhindert werden, aufzusteigen. Und heute ist es so, dass die zweite Liga sicher wirtschaftlich eine sehr, sehr schwierige ist. In der ersten Liga hat man die Fernsehgelder aufgestockt. Dort ist die wirtschaftliche Basis gegeben. Aber hier müsste meiner Meinung nach ein Umdenken passieren, weil ich glaube, es wird erst auf Zukunft nicht, darf das Ziel nicht sein, dass in der zweiten Liga Nummer zweier Mannschaften unserer großen Erstdivisionäre sind, weil das ist sportlich und insbesondere auch für die Zuschauer relativ uninteressant. Wäre für Sie sportlich die jetzige zweite Liga interessant, auch von den Gegnern her, wo ich sage, Derbys, gegen wem? Dornbirn vielleicht, ne? Gibt es nicht, mit Dornbirn hat man kein Derby. Die Herausforderung gerade für einen Verein, der ganz im Osten liegt, so wie wir, nach Vorarlberg zu fahren, sind natürlich gewaltig. Wir haben das schon zuerst gedacht, dass das bei der Regionalliga so ein sehr, sehr schwierig ist, aber mit der Aufgabe wächst man und derzeit ist das für uns zu heben. Und wie gesagt, die Basis sind natürlich die finanziellen Voraussetzungen und dann steigt die Begeisterung und ich glaube, infrastrukturell natürlich müssen da viele Vereine, auch wir, nachrüsten, aber das sind Herausforderungen, die stemmbar werden. Und deswegen mein Ersuchen oder meine Bitte wäre, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir den österreichischen Fußball durch sportliche Leistung nach oben bringen und nicht nur das Wunschdenken, dass in Zentralorten Fußball stattfindet. Ich glaube auch, dass kleinere Orte die Würze im Fußball sind und es auch eine Sehnsucht von vielen Fußballbegeisterten gibt, dass auch kleinere Orte erfolgreich sind. In einer Sache, sage ich jetzt mal, zweitligatauglich ist man bestimmt, wenn nicht schon bundesligatauglich. 25 Funktionäre gibt es in Bad Gleichenberg. So viel gibt es bei manchen Vereinen nicht einmal Spieler, was bei ihnen Funktionären gibt, die da mitarbeiten. Ist das dieser große Zusammenhalt, den man auch braucht bei einem kleinen Verein? Ich glaube, die Funktionärsstärke ist das größte Kapital unseres Vereins. Es gibt einfach so viele Köpfe, die jeder eigene Bereiche abdecken, die dort auch freie Entscheidungsmöglichkeiten haben. Und ich glaube, das ist unsere Stärke. Es ist unser Hobby, diesen Verein zu führen. Und wir sind, so glaube ich, auch alle befreundet. Und für uns ist Funktionärstätigkeit Freizeitgestaltung und Spaß. Und wenn man diesen Spaß nicht daran hat, dann wird auch nichts herauskommen. Und wenn Funktionäre diesen Spaß verlieren, dann wird es schwierig. Und dies versuchen wir hochzuhalten. Und das ist uns Gott sei Dank in den letzten Jahren recht gut gelungen. Wir zeigen ja normalerweise bis jetzt im Videobereich immer die Regionalliga Ost. Jetzt will ich ein bisschen mehr über Bad Gleichenberg wissen und natürlich auch die Zuschauer. Das größte Highlight in der Clubgeschichte war sicherlich ein Erfolg im Cup. Das war 2017, das Erreichen der dritten Runde im ÖFB-Cup damals. Da waren so kleinere Gegner zuerst in Bad Gleichenberg oder gegen Bad Gleichenberg. Das war die Admira, die hat man geschlagen. Dann war Wattens, die hat man geschlagen. Und dann ist so ein Verein gekommen, ich weiß nicht, Red Bull, glaube ich, heißt er. Dort hat man dann eben vor 4.200 Zuschauern 0-3 verloren. Das kann man schon als Highlight des Clubs sehen, oder? Ich meine, die Admira zu schlagen, im Bundesliga-Verein Wattens zu schlagen und dann gegen Salzburg auszuscheiden, das darf man schon mal. Ja, das sind einfach Erlebnisse, die als Funktionär einzigartig sind. Und ich sage, ein 5-1 gegen Wattens war einfach ein Highlight und genauso das 3-1 gegen die Admira.
und dann der Andrang. Unser Stadion war ja ursprünglich nur für 2500 Besucher kommissioniert. Wir haben dann eine Sonderkommissionierung und einen Stadionausbau mit Zusatztribünen erreicht. Und wenn dann schlangenweise Menschen anstehen und Karten für ein Fußballspiel eigentlich eines Provinzclubs haben möchten, ist das was ganz, ganz Besonderes. Und das sind Highlights, die wir nie vergessen werden. Und ich muss auch ganz, ganz toll erwähnen, also Red Bull Salzburg, wie sich die verhalten haben, mit welcher Wertschätzung, die auch kleineren Vereinen gegenüber treten. Das ist Fußball pur. Und hier merkt man auch einen ganz, ganz tollen Geist. Und ich bin ganz stolz, dort dabei gewesen zu sein. Und wir wurden auch von Red Bull Salzburg nach Salzburg eingeladen, haben das Trainingszentrum besichtigt. Also, glaube ich, ein Vorbildverein in Österreich. Kommen wir dann zur heutigen Saison, haken wir einmal die Vergangenheit ab, kommen wir zur Saison 2021, die ja nicht gerade einfach ist, nicht nur wegen Corona, sondern es gibt halt auch andere Aspekte wie finanzielle Aspekte, wo vielleicht Sponsoren abspringen, eben weil es nicht so rosig aussieht. Aber man kann sagen, rosig schaut es schon aus in Bad Gleichenberg. Nach 12 Spielen ist man am 5. Tabellenplatz. Wenn man das jetzt so sieht, 5. Platz, sagt man okay, aber man hat ein Spiel weniger wie die meisten Vereine, die vor einem liegen, und somit ist man nach Verlustpunkten nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Also dann kann man sagen, die Aufgabe hat der Trainer mit dem Team bravourös erledigt, oder? Die Aufgabe wurde ausgezeichnet erledigt, insbesondere, dass wir im heurigen Jahr den Sprung wieder zu mehr Regionalität, zu mehr Einheimischen geschafft haben. Also wir haben derzeit 6 echte Bad Gleichenberger im Team. Wir haben 7 Spieler, die aus Gemeinden stammen, die an Bad Gleichenberg grenzen. Wir haben 5 Spieler aus dem Großbereich Graz und 3 Legionäre. Das ist ein Mix, das, glaube ich, schon ganz, ganz toll ist. Und wir haben bewusst versucht, wieder mehr Einheimische einzubauen. Unser Trainer, Magister Peter Hochleitner, setzt da sehr, sehr stark auf diese Karte, und ich bin ganz, ganz stolz darauf. Schade ist, dass unsere tolle Heimserie, wir sind der Erste in der Heimtabelle mit 16 Punkten, also mit 5 Siegen und 1 Unentschieden in 7 Begegnungen, das hätte sich mehr Zuschauer vertragen, die wir normalerweise haben, aber in der Corona-Zeit waren dort natürlich auch gewisse Berührungsängste. Aber wie gesagt, ein hervorragender Herbst. Wir freuen uns auf den Frühjahr. Naturgemäß ist die Frühjahr immer unsere beste Zeit. Also freuen wir, was auf uns zukommt. Natürlich wollen wir vorne mitmischen. Unser bester Platz in der Regionalliga war in der letzten fix abgelaufenen Saison der 3. Tabellenplatz. Vielleicht können wir das auch noch toppen. Aber wie gesagt, mehr wie vielleicht irgendwann ein Meistertitel wird es nicht spielen, weil für uns ein Aufstieg derzeit wirtschaftlich nicht möglich ist. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Zwei Sachen wollte ich noch nachfragen. Das erste ist diese einheimischen Spieler, ja? Diese Spieler, die aus der Umgebung kommen. Wird er in der Steiermark nicht anders sein wie in Burgenland oder in Niederösterreich zum Beispiel, dass das auch ein Zuschauermagnet ist, weil halt die Familie, die Freunde auch zuschauen kommen. Sie haben zu mir gesagt, Zuschauerschnitt einmal zwischen 700 und 800 in Bad Gleichenberg. Damals gegen Salzburg waren es 4200. Das ist aber schon recht ordentlich, wenn ich mir da die Zuschauerzahlen einer zweiten Liga anschaue, braucht sich da Bad Gleichenberg nicht zu verstecken. Na, ich glaube, dass die sportliche Entwicklung des Fußballsports in unserer Region, in der Oststeiermark, in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute war, und durch die Rivalität, die auch da herrscht. Ich meine, St. Anna hat die zweite Saison jetzt auch ganz bravourös gespielt, und das steigert auch das Zuschauerinteresse. Ich glaube, Fußballsport lebt auch in gewissermaßen von Rivalität, und dies ist in der Oststeiermark recht gut gelungen, und da haben wir, glaube ich, ein recht gutes Stammpublikum. Und die eigenen Fans sind natürlich immer wichtig. Auf diesen Gegner St. Anna wollte ich eh noch zurückkommen. Das ist ein Derby, das nicht so gut ausgegangen ist in dieser Saison. 1:5, diese Niederlage auswärts. Daheim haben wir gesagt, und im Frühjahr ist man natürlich auch besser. Und daheim hat man diese Heimstärke. Das heißt, das zweite Derby geht dann an Bad Gleichenberg.
Das Derby will man immer gewinnen, das ist ganz klar, das ist der Ansporn. Aber wie gesagt, St. Anna hat sehr gut gespielt, hat verdient gewonnen. Das muss man auch im Fußballsport akzeptieren. Wir schätzen uns auch alle menschlich, sowohl die Person, es gibt viele St. Anacher, die in Bad Gleichenberg arbeiten, also insbesondere von den Fans. Und natürlich am Fußballplatz will jeder als Sieger vom Platz gehen und das wünschen wir uns natürlich für die Frühjahrsbegegnung in Bad Gleichenberg, wie genauso sich das natürlich auch die St. Anacher wünschen. Und natürlich hoffentlich auch mit Zuschauern. Und das ist nämlich auch der Salz in der Suppe. Wenn dann viele Zuschauer sind, dann ist das ein richtiger Hexenkessel, der zu einem Derby auch dazugehört. Kommen wir dann zum Frühjahr. 12 Runden hat es jetzt gegeben, quasi im Herbst. Im Frühjahr sind dann noch einige Runden offen. Am 2. März 2021 soll es dann mit dem Spiel gegen Allerheiligen in der Meisterschaft losgehen. Glauben Sie, dass das stattfinden wird? Oder so stattfinden wird an diesem Tag? Ich hoffe schon sehr, dass wir die Meisterschaft planmäßig beginnen können. Ich hoffe es auch, dass wir relativ bald wieder mit normalen Zuschauertätigkeiten das absolvieren können. Gerade für uns, wir haben in die glückliche Lage gehabt, dass wir im Herbst kein Derby gehabt haben. Alle unsere Steirer Derbys würden im Frühjahr sein. Das könnte schon wieder ein Fußballerlebnis sein. Wenn die Impfung im Frühjahr kommt und wir wieder Normalität auf unseren Fußballplätzen haben, unsere Fans wieder dabei sein, dann wäre das schon sehr, sehr schön. Ich hoffe es. Wir können es natürlich nicht voraussagen, aber wir hoffen sehr schwer, dass wir wieder Fußballbegeisterung auf unseren Sportplätzen haben können. Das braucht der Fußballsport, insbesondere in den unteren Ligen, immens und wir werden es, so hoffe ich, schaffen. Wie schaut es aus mit der Kaderplanung? Ist man da schon mittendrin? Sagt man, man braucht nichts oder ist man da fertig? Nein, wir werden keine Veränderungen vornehmen. Wir haben eine junge, engagierte Mannschaft, die vorne mitspielen kann, die nicht den Bedarf oder nicht die Situation hat, dass sie auf jeden Fall ganz vorne ist. Aber wenn wir einen guten Tag haben, können wir jeden fordern und wahrscheinlich auch jeden in der Liga schlagen. Und das ist schön so. Und wie gesagt, im Fußballsport muss man immer langfristig denken. Und mit dieser Mannschaft möchten wir noch die nächsten Jahre, so hoffe ich, in der Liga spielen. Ich darf mich einmal bedanken für dieses sehr nette Interview mit Ihnen und wünsche dem TuS Bad Gleichenberg natürlich alles Gute auch für die Rückrunde und für die letzten Spiele, die noch aus der Hinrunde zu absolvieren sind. Eines darf ich noch fragen. Fan.at ist Ihnen natürlich ein Begriff. Sie sind fast schon ein Pionier mit Ihrer Mannschaft. Sie sind von Beginn an dabei. Es ist die Fußball-App. Wir kennen das Fußball aus jeder Ecke des Landes. Wie zufrieden sind Sie? Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, alle Social Medias, die in den letzten Jahren entstanden sind, sind für uns wichtig. Unsere Fans nutzen diese Dinge und man muss sie einfach befüllen. Und ich glaube, es ist einfach ein notwendiges Informationstool, das der Fußballsport braucht. Ich darf mich also nochmal recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ich sage alles Gute für die Rückrunde. Gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Sport soll auch bald wieder am Programm stehen. Das ist natürlich das Wichtigste. Und versorgen Sie uns mit Nachrichten und Informationen auf der App auf Fan.at. Und wenn Sie die Fan.at-App nicht haben, dann holen Sie es. Im App Store gibt es diese App Fußball aus jeder Ecke des Landes natürlich, aus der Regionalliga Ost, aus der Regionalliga Mitte, die Bundesliga, die Champions League, die Europa League, alles ist mit dabei. Bad Gleichenberg natürlich auch, also wenn Sie Fans sind von Bad Gleichenberg, gleich folgen und Sie werden keine News und Informationen mehr verpassen. Eine Sache, die ist toll für jeden Verein, für jeden Fußballfan und ich darf mich jetzt auch von Ihnen verabschieden vor den Fernsehgeräten, wünsche Ihnen natürlich noch viel Spaß mit dem weiteren Programm bei uns hier auf Krone TV. Weiter geht's mit der dritten Liga am Montag wieder, 21.40 Uhr, gleiche Zeit und natürlich wieder in diesem herrlichen Studio. Danke, auf Wiedersehen.